Hey Leute, was geht ab? Heute geht's weiter mit Lego Jurassic World und da habe ich hier das Set mit der Nummer 75928 Blues Hubschrauber Verfolgungsjagd. Das Set ist aus dem Jahr 2018, die Altersempfehlung von Lego ist 7 bis 12 Jahre und für 49,99 bekommt man genau 397 Teile. Darunter sind dann drei Minifiguren und noch der Velociraptor Blue. Und hier auf der Rückseite sehen wir schon wieder einige Funktionen, die das Set dann zu bieten hat. Die testen wir aber gleich gemeinsam am aufgebauten Modell. Aber bevor wir mit dem Unboxing loslegen, gehen noch wunderschöne Grüße an Eisstein, an Florin Sten, an Bechler Marcel, an Hero Brinit Hero 2.0, an Hashtag Julian, an Enzo Zockt, der spontane Typ, Pros TV, an Daniel Rosenberg, an Peter Pan, an Halil Ünlü, an Starkieler Mann, CK88, GLM Go, Felix Kager und Andy Bianca. Also an euch alle ganz, ganz liebe Grüße von mir und jetzt viel Spaß bei dem Video. Okay, dann werfen wir mal zusammen einen Blick in die Box und schauen mal, wie viele Tüten hier drin sind. In der Box hatten wir jetzt drei nummerierte Tüten mit den Nummern 1 bis 3. Dann haben wir hier noch eine unnummerierte Tüte, da ist dann der Dino drin. Dann haben wir noch einen Stickerbogen mit einigen Stickern. Und noch zwei Anleitungen. Die erste, die sieht so aus, da baut man dann hier schon mal den Käfig. Und die zweite Anleitung, die sieht so aus, da baut man dann den Helikopter und die hat dann 71 Seiten. Und ich werde das Set jetzt mal kurz aufbauen und wir hören uns dann gleich wieder. Also bis gleich. So, fertig. Für den Aufbau habe ich jetzt so circa eine Stunde gebraucht und so sieht das Ergebnis aus. Und ich würde sagen, heute schauen wir uns auch als erstes mal kurz die Minifiguren an. Okay, dann starten wir hier mal mit Owen Grady. Er ist zum einen ausgerüstet mit einer Armbrust, das ist auch wieder ein Stud-Shooter. Wie die funktionieren, das wisst ihr ja, man drückt einfach hier vorne drauf und dann fliegt der Stud los. Und zudem hat er auf dem Rücken noch einen Rucksack, der wurde hier zwischen Kopf und Torso gesteckt, der sieht so aus. Den werde ich aber mal kurz abnehmen, dann können wir uns die Bedruckung genauer anschauen. Und hier sehen wir die Bedruckung der Figur jetzt mal ein bisschen genauer. Er hat eine ziemlich coole Torso-Bedruckung, wie ich finde, mit der braunen Weste, darunter noch das blaue Hemd und auch die Jeans unten. Sieht gut aus mit dem angedeuteten Gürtel. Zudem sieht man hier dann mal das Haarteil von allen Seiten und von hinten erkennt man hier jetzt noch die Rückenbedruckung. Da sind auch noch ein paar Details von der Weste drauf. Und die Figur hat auch noch zwei Gesichter, also einmal dieses hier. Und das zweite, das sieht dann so aus. Die nächste Minifigur ist dann hier Ken Wheatley. Er hat in der einen Hand hier einen Dinosaurierzahn und in der anderen Hand hat er noch einen Betäubungsshooter. Und hier erkennen wir die Bedruckung der Figur jetzt auch mal ein bisschen genauer. Die Beine sind zwar unbedruckt, aber die Torso-Bedruckung gefällt mir richtig gut mit dem Patronengurt. Zudem hat er noch eine Mütze auf dem Kopf und von hinten sieht man hier jetzt nochmal die Rückenbedruckung. Da sieht man ebenfalls nochmal Teile von dem Gurt. Und hier vorne erkennt man nochmal die Gesichtsbedruckung. Und so sieht es dann nochmal ohne Mütze aus, da erkennt man das nochmal ein bisschen genauer. Die letzte Minifigur ist dann hier der Pilot, der hat keinen speziellen Namen. Er trägt die normale blaue Uniform mit der schwarzen Weste da drüber. Auf den Beinen gibt es auch noch ein paar Details und ein paar Knieschoner sind da angedeutet. Zudem hat er noch einen Helm auf Kopf mit Fliegerbrille und von hinten erkennt man hier jetzt nochmal die Rückenbedruckung, ebenfalls nochmal mit der Weste. Das sieht ganz gut aus, ist sehr detailreich auf jeden Fall. Und die Pilotenbrille hier, die kann man natürlich auch noch runterklappen. Das sieht dann so aus. Und wenn wir den Helm mal abnehmen, dann erkennt man hier die Gesichtsbedruckung. Gut, das waren dann mal die drei Minifiguren. Weiter geht's hier mit dem Velociraptor Blue. Das ist derselbe oder dieselbe Blue, die wir auch schon im Lockwood-Anwesen hatten. Also die komplett gleiche Bedruckung und natürlich auch das gleiche Molding. Ich finde die Bedruckung aber richtig cool. Der blaue Streifen, der hier komplett einmal über den Körper rüber geht bis oben zum Kopf. Hier haben wir dann auch die gleichen Bewegungspunkte. Wir können zum einen das Maul öffnen und schließen. Und den Kopf kann man einmal um 360 Grad drehen. Aber man kann ihn nicht in der Höhe verstellen, also nach oben und unten geht nichts, nur eben nach rechts und links. Dann haben wir noch die Arme, die kann man auch getrennt voneinander hoch und runter bewegen. Und die Beine hier unten, die kann man auch getrennt voneinander nach vorne und hinten bewegen.
Gut, dann schauen wir uns mal das weitere Zubehör aus dem Set an. Zum einen haben wir hier dieses Quad, das ist samt Anhänger ca. 4 cm hoch, 10 cm lang und 4 cm breit. Das Quad ist simpel, aber schön gestaltet, wie ich finde. Den Anhänger kann man natürlich vom Quad noch lösen, das sieht dann so aus. Und auf dem Quad ist natürlich auch genug Platz für eine Minifigur. Ich habe hier mal den Owen drauf gesetzt, das sieht dann so aus. Und hinten auf dem Anhänger, da kann man auch noch was drauf befestigen. Weil hier auf der Ladefläche sieht man 4 Studs, also wie gesagt, da kann man irgendwas draufstecken. Ich nehme hier mal Owens Rucksack. Und das sieht dann so aus. Ein nettes kleines Detail finde ich hier hinten auch noch das Ersatzrad. Das ist übrigens ein vollwertiges Rad, also das kann man abnehmen und dann eben als normales Rad verwenden. Als weiteres Zubehör hatten wir dann hier noch diese Falle samt Käfig. Das Modell ist ca. 8 cm breit, 8 cm tief und 12 cm hoch. Und die ganzen Seitenwände können wir nach außen aufklappen. Dann sieht das mal so aus. Jetzt sieht man hier auch ein paar Details, also so ein paar Pflanzen sind hier angedeutet. Und zudem sieht man hier drüben auch noch den Köder. Das ist ein Hühnerschenkel. Und wenn man Blue dann hier in die Falle gelockt hat, dann kann man die Seitenwände wieder schließen und dann ist sie da drin gefangen. Und das sieht dann so aus, also sie passt da auch perfekt rein und man kann die Füße natürlich unten am Boden befestigen. Und jetzt können wir den Käfig natürlich abtransportieren, dafür ist dieses Teil hier oben. Wie das funktioniert, zeige ich euch gleich, wenn wir uns den Hubschrauber anschauen. Und hier haben wir jetzt den Hubschrauber, der ist ca. 11 cm hoch, 27 cm lang und 20 cm breit. Und hier gibt es natürlich auch einige Details zu entdecken, zum Beispiel dieser Haken hier hinten, der ist dann dafür da, um den Käfig abzutransportieren. Den Haken kann man hier dann nach unten bringen, der ist an einem Kugelgelenk befestigt und den kann man dann ganz leicht hier an der Falle einhaken und die Falle dann abtransportieren. Oberhalb des Hakens haben wir dann noch diese Kiste, die kann man auch ganz leicht vom Helikopter trennen. Die wird hier bloß über diesen Clip befestigt und hier drin befindet sich noch ein Dinosaurier-Ei. Das sieht dann so aus, also ein ganz normales weißes Ei. Zudem haben wir hier an der Seite dann noch ein Betäubungsgewehr und auf der anderen Seite haben wir auch nochmal einen Clip. Da kann man dann zum Beispiel die Betäubungspistole von Ken Wheatley befestigen. Hier sehen wir den Hubschrauber dann mal von vorne. Im Hubschrauber haben dann 3 Minifiguren Platz, also es gibt insgesamt 3 Sitze. Das eine finden wir im Cockpit, dafür können wir hier mal die Cockpitscheibe abnehmen. Und hier können wir jetzt mal den Piloten reinsetzen. Im Cockpit gibt es nicht besonders viel zu entdecken. Hier haben wir eben noch einen Steuerknüppel und noch ein bedrucktes Teil hier vorne, das ein paar Instrumente anzeigt. Und so sieht es dann aus, wenn die Cockpitscheibe wieder drauf ist. Hier hinten haben wir aber noch 2 weitere Sitzplätze. Zum einen hier an den großen Scheinwerfern. Die sehen richtig gut aus. Die sind hier an Kugelgelenken befestigt. Also die kann man auch bewegen, wohin man möchte. Die kann man schön ausrichten und dann eben das ausleuchten, was man gerne sehen möchte. Und hier hinten sieht man dann noch einen Platz. Da kann man dann auch noch eine Minifigur hinsetzen. Und hier auf der anderen Seite haben wir dann den dritten vollwertigen Sitz und hier haben wir dann auch eine ziemlich coole Waffe, so ein Betäubungsshooter mit grüner Munition. Das ist ein 6-fach-Shooter, man dreht einfach hier hinten und dann fliegen vorne die Studs los. Und auch der Shooter ist recht beweglich, der ist ebenfalls an einem Kugelgelenk befestigt, den kann man dann also auch ausrichten, wie man möchte. Das ist super gelöst, wie ich finde. Und ich finde, dass die Teile auch nicht stören, also der Shooter hier auf der einen Seite und der Scheinwerfer auf der anderen Seite. Ich finde, es sieht ganz cool aus. So wie allgemein der komplette Hubschrauber, er sieht optisch einfach toll aus, die Farben passen hier recht gut. Hier wurden auch ein paar Aufkleber angebracht, zum Beispiel hier hinten das Jurassic World Logo oder hier der Schriftzug ist, ja, es sind Aufkleber. Hier hinten haben wir dann noch den kleinen Heckrotor, der lässt sich natürlich auch drehen und auf der Seite haben wir auch nochmal einen Aufkleber. Und ein weiteres cooles Detail finden wir hier unterhalb des Hubschraubers. Hier haben wir nämlich dieses Zahnrad. Wenn man da dann dreht, dann seht ihr schon, dann drehen sich oben die Rotoren. Ein
weiteres cooles Detail muss ich euch noch zeigen. Dafür nehme ich hier oben die Rotoren mal ab. Das sieht dann so aus. Hier haben wir jetzt nämlich die Turbine, den Antrieb. Ich finde, die ist richtig schön gestaltet worden. Hier an den Seiten sieht man dann auch noch ein paar Aufkleber. Genauso wie hier drüben. Also ich finde, das ist auch richtig schön, ja, gestaltet worden. Okay, dann kommen wir jetzt auch schon zu meinem Fazit und ich muss sagen, mir gefällt der Hubschrauber richtig gut. Die Optik sieht toll aus, zudem bietet er coole Funktionen und auch der Käfig macht Sinn. Da ist genug Platz für Blue und man kann ihn super abtransportieren. Und auch das Quad finde ich ziemlich cool, es ist zwar recht simpel gebaut worden, aber es passt gut in dieses Set rein. Zudem bekommt man noch drei coole Minifiguren und natürlich auch noch den Raptor. Und das alles zu einem Preis von 50 Euro. Die Jurassic World Sets sind allgemein recht teuer, also 50 Euro ist schon happig. Das Set gibt es aber schon im Angebot, da bekommt man es teilweise schon für unter 40 Euro. Und ich finde, da kann man auf jeden Fall drüber nachdenken. Mir gefällt das Set richtig gut, das ist aber natürlich alles nur meine Meinung. Ihr könnt mir eure Meinung gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann wisst ihr, was zu tun ist. Also Leute, macht's gut, haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.